Hi, willkommen zu The Worst Videos. Heute mal ein spezielles Video. Ihr werdet schon merken, warum, aber hauptsächlich geht's um die verschiedenen Arten von Weightlightern. Zu den meisten Weights gehört auch einer, der den Haufen an Spielern kontrolliert. In diesem Video zeige ich euch ein paar Varianten von Weightlightern. Der beste Kumpel. Der beste Kumpel ist der, der euch wirklich alles anbietet. Ob Sockel, Flask oder Buffwood. Ihr müsst euch um gar nichts kümmern. Somit schafft man nicht nur gute Laune, sondern verhindert auch unangenehme Diskussionen, solange sich keiner dafür den Ast abgefarmt hat. Halli, hallo, Buffwood steht bereit, Flask und sowas bekommst du vom Hexer, der übrigens auch schon Ogerpopel für dich gestellt hat. Verzauberung und Sockel bekommst du dann von mir einfach anflüstern, sobald dir unser Krieger sein letztes Setteil überlassen hat. Hä, was? Der Erklärbär. Der Erklärbär erzählt gerne Geschichten und erklärt Bosse immer im ruhigen Ton und möglichst ausführlich. Bei jedem Boss, bei jedem Try. Dieser Boss kann nicht bewegt werden und befindet sich immer in der Mitte des Raums. Wir bilden mehrere Camps, um seine Fähigkeit abzufangen. Wir haben ein Melee-Camp, welches hinter dem Boss steht, und zwei bis drei unterschiedliche Raid-Camps. Hallo! Der Opa! Ebenfalls ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler und würde am liebsten seine ganze Familie mitraiden lassen. Bei ihm kommt die Boss-Erklärung ziemlich kurz, da er schnell vom Thema abkommt und über seinen Tag berichtet. Hör mal zu, ihr Flachpfeifen! Ich nehme heute meinen Enkel mit. Das ist der Kevin, der spielt Jäger und der war schon mal in der Instanz. Und der kommt mit und ihr sagt da überhaupt nichts zu. Denn hätte ich damals nicht für euch den Arsch hingehalten, dann würdet ihr jetzt nicht World of Warcraft, sondern World of Communismuscraft spielen. Na, von daher, der kommt jetzt mit. Ihr habt gefälligst Spaß, ist nur ein Spiel. Das Kitty muss sich am Tag so einiges anhören. Schließlich gibt es nicht viele, die sich gerne von einem 12-Jährigen sagen lassen, was sie tun sollen. Zwar eine Rarität, doch sollte sich irgendwann mal ein Stammwait mit diesem zusammenfinden, werden gerne mal eigene Regeln erfunden. Okay, keiner geht in die Pfützen, da geht ihr raus, okay? Die Tanks sporten sich dann, okay? Die Brust ist übrigens gelockt, die gehört mir. User disconnected from your channel. Hä? Wer ist da gegangen? Ey, warum geht der Tank einfach? Ey, ich such schon eine halbe Stunde, Mann! Der Verpeilte. Der Verpeilte kommt häufig nur temporär vor und ist meistens nur das Resultat von zu viel Stress bei der Arbeit oder privat. Zeigt also etwas Verständnis, wenn er als Heiler mal abspottet. Okay, Boss-Erklärung. Zuerst müssen alle in die Mitte stehen, damit keiner von Versehen der einen Skorpion vom Rand pullt und... Wir stehen vor Tichondrius. Das ist egal, jeder geht auf die Ads. Okay, Pulltimer. Das war der Rollencheck. Die Domina! Mit einer der schlimmsten von allem. Unter dem ständigen Drang, sich durchzusetzen, vergisst sie manchmal, dass sie es mit Menschen zu tun hat und nicht mit gefühlslosen NPCs. So kommt es gerne mal vor, dass sie nur verlangt und nichts leistet. So Leute, ich hoffe, jeder kennt den Boss und damit meine ich alle. Ich brauche eine Flask. Kann bitte wer Buffwood stellen? So, mir reicht's. Du fliegst. Du hast kein Buffo drinne, raus. So, du fliegst. Keine Schulterverzauberung und du kannst gleich mitgehen, keine Sockel drinne. Tschüss. User in your channel was kicked from the server. Der Ungeduldige. Wie man sich vielleicht schon denken kann, hat der Ungeduldige nie Zeit und ist nur auf Erfolg und Loot aus. Klopausen existieren nicht und Unterhaltungen sind nicht gestattet. Kostet ja alles Zeit. Und wahre Gamer lassen nur mal laufen. So, go, go, go. Trash zum Boss und ab geht's pullen. Kennen alle den Boss? Okay, kurze Erklärung. Die Tanks tanken, die Heiler heilen und die Ds machen Damage. Go, go, go. Pulltimer läuft. 3, 2, 1 und go. Ah, ich hab Akku, Alter. Wo ist der Spot? Alter, wer ist denn jetzt schon wieder AFK? Hey, heute geht keiner mehr pissen. Holt euch eine Saftflasche. Es ist mir scheißegal. Wir haben genug Zeit verbraucht. Der Aslak. Er macht sich über alles und jeden lustig und hält sich für den Besten. Sein Wortschatz ist nicht selten auf Digger begrenzt und es kommt auch gerne mal vor, dass er etwas für sich einsagt und jede Meinung ignoriert. Hey Digger, willst du mich flicken? Wenn dir nicht gefällt, wie ich laber, dann verpiss dich. Das Setup behalte ich, ne? Ich brauch das, Junge. Ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Das ist mein Red, Digger. Junge, komm, verpiss dich einfach. Deine Oma macht mehr Schaden als du. Du Spast. Der Diktator. Solange man keinen Fehler macht und in jeder Hinsicht perfekt ist, hat man kein Problem mit diesem. Aber wehe, man hat mal nicht genug Schaden oder hat mal die falsche Flask dabei. Er lebt schließlich nach dem Ausleseprinzip. Dabei wird so lange an Raid-Mitgliedern aussortiert, bis der Boss liegt. Ist denn das zu fassen? In meinem Raid wird nicht dazwischen geredet. Wer kein Buffwood, keine VZ, keine Sockel, keine Runen, kein Tränke oder keine Flask hat, wird gekickt. Dem Boss werde ich nur einmal erklären. Wer dann failt, wird auch gekickt. Ihr braucht dann auch nicht mit mir zu diskutieren. Das ist mein Raid. Und wenn das jemand nicht passt, kann der gleich gehen.
Die Zeitbombe. Der aggressive Raidleiter. Er tut anfangs immer so, als hätte er eine Engelsgeduld, wobei er nur darauf wartet, mal wieder jemanden so richtig zur Sau zu machen. Schließlich hat in seinen Augen immer der Recht, der am lautesten schreit. Hunter, raus aus der AOE bitte. Und Leute, bitte nicht in der Void stehen. Das gilt für alle. Schurke, das Lilane ist die Void. Ja. Okay, Leute, das war jetzt der dritte Wipe. Ich dachte, wir kennen alle den Boss, aber scheinbar ist euch das ja alles scheißegal. Die letzten IDs lag der Scheißboss spätestens beim zweiten Try und jetzt haltet ihr euch für Pro-Gamer, die sich nicht mehr konzentrieren müssen, oder was? Ey, wie bescheuert, sowas regt mich auf. Nicht nur, dass die Void den halben Raum einnimmt und dabei wunderbar auffällig leuchtet und blinkt, das Fuckteil wird auch per Deadly Boss Mods angesagt und Get the Fuck Out schreit euch sogar an, sobald ihr drin steht. Hier erwarte ich 100% Konzentration, solange ihr hier mit dabei seid, ja? Scheißamateure, Mann! Wir lassen das für heute. Ich bin raus. Schatz, mach mal einen Tee. So, ihr habt es ja bestimmt gemerkt, es waren ein paar dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt oder sehr gut kennt. Deswegen nochmal vielen Dank an Selekes, Telar, Craft 12354, Barclay, Amenitra, Volzo, Exitus und noch ein paar, die ich so dazu geholt habe. Link zu jedem Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Schaut doch mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt es eurer Gilde und wenn nicht... Dann nicht. Schaut rein.